Schön, dass Sie wieder bei unserer Sendung Sonntagsfrühstück dabei sind. Heute haben wir diese spannende Frage an Sie. Welche moderne Entwicklung oder welches Gerät macht Ihr Leben leichter? Wahrscheinlich haben Sie noch keinen Roboter zu Hause, aber vielleicht schon einen Sprachassistenten? Oder Sie sind ein großer Fan Ihrer Smartwatch? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. Hier ist auch schon der erste Anrufer. Guten Morgen, Herr Wallner. Guten Morgen. Also, ich habe gerade eine neue Tür bekommen. Die kann man mit Fingerprint, also mit dem Fingerabdruck, öffnen. Ich finde das super. Früher habe ich doch manchmal meinen Schlüssel vergessen. Und das ist jetzt kein Problem mehr. Das stimmt. Der Schlüssel ist sozusagen immer dabei. Genau, immer dabei. Aber ich muss nichts tragen. Das ist auch super, wenn ich joggen gehe. Ich habe keine Tasche dabei und keinen Schlüssel, der mich stört. Und wie ist es in der Arbeit? Gibt es da auch etwas Neues? Einen tollen neuen Computer vielleicht? Naja, einen Laptop hat ja heute jeder. Das ist nichts Besonderes. Aber meine Firma hat vor einem Jahr für alle Mitarbeiter Stehsitztische gekauft. Am Anfang habe ich gedacht, so ein Unsinn. Und jetzt? Jetzt möchte ich auf keinen Fall darauf verzichten. Ich stehe oft, wenn ich arbeite. Manchmal nur für eine Viertelstunde. Aber ich bin abends nicht mehr so müde und habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Vielen Dank, Herr Wallner. Da ist auch schon die nächste Anruferin. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Carmen Esposito. Also, wir haben uns gerade zusammen mit Freunden ein Lastenfahrrad gekauft. Da ist keine moderne Technik dabei, aber für den Alltag ist das eine echte Hilfe. Erzählen Sie doch mal kurz, wann nutzen Sie denn das Fahrrad? Also zum Beispiel zum Einkaufen. Man hat wirklich viel Platz für den Einkauf und braucht das Auto nicht. Es ist natürlich viel billiger als ein Auto und für die Umwelt und die Gesundheit gut. Was will man mehr? Das klingt gut. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Gibt es noch etwas aus Ihrem Alltag, das Sie praktisch finden? Ja, das ist unser Sprachassistent. Ich weiß schon, manche mögen das nicht, aber ich finde ihn praktisch. Ich spreche einfach und das Ding macht, was ich will. Es spielt meine Musik, es kann mir was erzählen, man kann sich fast mit ihm unterhalten. Also mir macht das Spaß. Vielen Dank. Und wir nehmen noch einen Anrufer vor dem nächsten Lied dran. Guten Morgen. Was für ein modernes Gerät finden Sie toll? Also, ich bin ja eher ein Technik-Fan und finde meine neuen Kopfhörer super. Die sind mit Bluetooth und haben eine tolle Qualität. Musik hören macht da einfach noch mehr Spaß. Keine blöden Kabel mehr. Man kann auch super damit tanzen. Gestern war ich in einer Silent Disco. Das war echt witzig. Was ist denn eine Silent Disco? Das kenne ich gar nicht. Da hört man die Musik nicht über Lautsprecher, sondern alle haben Kopfhörer auf und jeder wählt die Musik selbst aus. Man tanzt also wie in der Disco mit allen zusammen, aber jeder hört seine eigene Musik. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und danach geht es mit den nächsten Anrufern weiter. Samstagvormittag in der Stadt. Es ist wie immer sehr voll. Was machen all die Menschen hier? Wir haben mal nachgefragt. Ja, ich bin viel unterwegs und ständig ist der Akku von meinem Handy leer. Das ist blöd, weil mich dann Freunde und Familie nicht erreichen können und ich auch nicht telefonieren kann. Deswegen bin ich jetzt schnell in die Stadt gefahren. Ich brauche unbedingt eine Powerbank, dann kann ich mein Handy immer aufladen. Hier in dem Laden gibt es sicher welche. Also, diesen Kopfhörer habe ich jetzt seit 2 Jahren, aber er geht nicht mehr richtig. Manchmal ist die Musik ganz leise. Und manchmal höre ich gar nichts. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem Laden, wo ich den Kopfhörer gekauft habe. Ich hoffe, die können den dort reparieren.
denn ich möchte eigentlich keinen neuen kaufen. Ich muss dringend etwas umtauschen. Darum bin ich in die Stadt gefahren. Diesen Lautsprecher habe ich gestern gekauft, aber er funktioniert nicht. Wie kann denn ein neuer Lautsprecher gleich kaputt sein? Naja, der Umtausch ist ja sicher kein Problem. Also, mein Handy ist schon ziemlich alt, aber es funktioniert noch gut. Ich will auch nicht ständig neue Dinge kaufen. Aber jetzt ist das Ladekabel kaputt. Ich kann mein Handy nicht mehr richtig laden, sodass ich ein neues kaufen muss. Mal sehen, was Sie im Laden so da haben. Ach, ich brauche einen neuen USB-Stick. Ich finde meinen einfach nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ihn wohl irgendwo verloren und muss jetzt schnell einen neuen kaufen. Und wenn ich schon hier im Zentrum bin, erledige ich auch gleich noch ein paar andere Dinge. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, dieser Lautsprecher hier ist kaputt. Aber ich habe ihn erst gestern gekauft. Kann ich ihn bitte mal sehen? Ja, klar. Hier, bitte. Haben Sie ihn denn auch geladen? Natürlich. Das habe ich gleich als erstes gemacht. Aber er funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn reparieren kann. Ich möchte den Lautsprecher auf jeden Fall umtauschen. Haben Sie den Kassenzettel noch? Ja, Moment. Hier ist er. Möchten Sie denn ein neues Gerät oder das Geld zurück? Also, ich möchte das Geld zurück. Ich glaube, ich kaufe lieber ein ganz anderes Modell. Aber da muss ich mich erst noch mal informieren. In Ordnung. Dann nehme ich jetzt das Gerät und hier ist Ihr Geld. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eins. Die Heizung. Zwei. Genutzt. Drei. Jetzt. Vier. Nichts. Fünf. Trotz. Sechs. Zwei. Gut gesagt. Markennamen für Produkte. Entschuldigung, hast du mal ein Tempo für mich? Ja, hier, bitte sehr. Brauchst du auch ein Aspirin? Ich kann dir gern eins geben. Nein, danke.